Willkommen zu einem neuen Video. In diesem wird es darum gehen, welche KPIs muss ich als Fahrschule, als Fahrschulinhaber beachten, wenn ich Werbeanzeigen schalte und meine Fahrschule nach außen hin präsentiere. Diese KPIs sind nicht nur wichtig, um die Kampagne bewerten zu können, sondern auch um einen globalen Eindruck zu bekommen, wie funktioniert meine Werbeanzeige überhaupt. Und da gibt es einfach gewisse Zahlen, die immer beachtet werden sollen und müssen. Es gibt Mythen um gewisse Zahlen, auf die es gar nicht ankommt in Werbeanzeigen, und das werde ich Ihnen in diesem Video einmal näher bringen. Kurz zu mir: Ich bin Lukas Gronemeyer, Leiter Projektmanagement und Marketing der Sanol Media GmbH, und wir helfen Fahrschulen, Bildungszentren dabei, explizit Wunschkunden, Kunden in gewissen Bereichen, in gewissen Kursen, Anfragen dort zu generieren oder eben auch dabei wirklich Fahrlehrer einzustellen, Mitarbeiter zu finden. Aus der Erfahrung etlicher Werbeanzeigen, die wir bereits über die letzten 4-5 Jahre für unsere Kunden geschaltet haben, haben wir natürlich immer wieder ein Portfolio an gewissen Zahlen, die wir im täglichen Controlling dort auch uns anschauen, natürlich auch mit unseren Partnern zusammen einmal durchsprechen. Und dort gibt es einfach die unterschiedlichsten Möglichkeiten, auf eine Kampagne zu schauen, diese zu beachten und zu bewerten. Wir hören zu Anfang immer wieder, auch gerade in den ersten Kundengesprächen, in den ersten Partnergesprächen, wenn es da darum geht, eine Anzeige zu bewerten: Ja, Mensch, wir haben ja so viele Likes bekommen. Oder es geht dann mal darum: Oh, hier, dieses Bild, das Video, das hat jetzt ja gar nicht so viele Likes, da haben jetzt gar nicht so viele Leute irgendwie was geteilt. Und da müssen wir mal ganz ehrlich sagen, das ist auch nicht wirklich darauf, wo es ankommt. Natürlich kann man sich anschauen, habe ich jetzt in einer Werbeanzeige 30 Likes oder habe ich 100 Likes erhalten? Habe ich 20 Kommentare oder habe ich 5 Kommentare darunter? Es gibt noch weitere KPIs, sowas wie Impressionen, Video-Views, sprich, wie oft werde ich überhaupt eingeblendet? Man kann sich anschauen, wie oft so ein Video durchgeschaut wird, bis zu welchem Prozentsatz ein Video durchgeschaut wird. Aber das sind alles Zahlen, die sind für Sie als Inhaber direkt erstmal gar nicht wichtig. Die sind für uns wichtig, wenn wir ins Controlling der Kampagnen gehen, wenn es darum geht, für Sie Fahrschüler zu gewinnen, wenn es darum geht, für Sie Mitarbeiter zu gewinnen, dann ist das wichtig für uns. Aber nach außen hin, sprich für Sie, das ist wirklich Micromanagement, was dort betrieben wird. Nach außen hin sollte es für Sie nämlich erstmal egal sein, ob die Kampagne 5 Likes hat oder ob sie 30 Likes hat. Denn das Einzige, wo es bei uns am Ende natürlich auch darauf ankommt, ist, werden Kontaktanfragen generiert. Sprich, haben Sie mehr Anfragen in gewissen Kursen, in gewissen Klassen? Haben Sie mehr Bewerber? Stellen Sie Leute ein? Denn auch alleine die Kontaktanfrage für uns ist nicht ausreichend und wichtig. Wir sagen nicht, hier sind jetzt die 5 Bewerber innerhalb der letzten 2 Wochen oder hier sind jetzt die ersten 10 Anfragen in der ersten Woche. Nein, das ist uns eben nicht egal. Es geht für uns auch darum, Sie im Prozess danach zu begleiten, sprich im Abschluss der Kunden, der Kontaktanfragen. Da geben wir Ihnen Hilfestellung und auch da geben wir Ihnen wieder Zahlen mit an die Hand, Branchenvergleiche, die wir innerhalb deutschlandweit unserer Partner aufgestellt haben. Auch dort geben wir Ihnen wieder Zahlen mit an die Hand, sprich einmal auch wirklich KPIs, die auch Sie beachten können, damit Sie wissen, dass Sie auf die richtigen Zahlen schauen. Auch im Bearbeiten der Kontaktanfragen, im Bearbeiten der Bewerbung, dort geben wir Ihnen auch wieder die richtigen Zahlen und die wichtigen Zahlen mit. Das heißt, dass Sie sich einfach darauf konzentrieren können, kommen die Kontaktanfragen, kommen Bewerbungen rein? Denn am Ende, seien wir mal ehrlich, ist es Ihnen doch lieber, dass Sie 5 Kontaktanfragen mehr haben, anstatt 5 Likes mehr. Denn von den Likes kann man erstmal nicht mehr viel mit gewinnen. Oder ich sag mal, sind es jetzt 10.000 Leute in der Reichweite mehr, die wir damit bekommen haben? Sind es 5 Kommentare mehr? Das sind doch am Ende alles Zahlen, die nicht ausschlaggebend darüber sind, ob Sie jetzt 5 Kundenanfragen bekommen oder ob Sie 10 Kundenanfragen bekommen. Und das ist einfach so ein häufiges Thema, wo am Anfang immer von uns darauf hingewiesen wird und auch hingewiesen werden muss teilweise, denn es gibt immer wieder auch andere Marktbegleiter, die da den Fokus anders setzen, und das ist für uns ganz klar. Bei uns geht es immer um die direkte Anfrage, dass Sie, dass die Fahrschule entsprechend etwas davon hat und da auch direkt mitnehmen kann. Und wenn Sie wollen, dass wir uns mal Ihre Zahlen anschauen, vielleicht auch Ihre aktuellen Zahlen, schalten Sie eventuell sogar selber Werbeanzeigen oder haben Werbeanzeigen schalten lassen, wo Sie früher gesagt haben oder gedacht haben, das wäre gut, dann können wir uns das ganz gerne einmal in einem ersten Gespräch anschauen.
Sie können sich da gerne einmal bei uns melden. Dafür gehen Sie einfach auf www.sanol-media.de/Fahrschulen. Da können Sie sich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch, in dem einer unserer Fahrschulexperten sich mal explizit Ihre Situation im Unternehmen anschaut, eventuell sogar einfach auch mal alte Werbeanzeigen dort analysiert werden und einfach mal ein erster wirklicher Facheindruck entsteht. Und dahingehend gibt es immer Verbesserungen und Optimierungen, die wir Ihnen dann direkt in der kostenlosen Erstberatung auch mit an die Hand geben können. Und wie gesagt, wenn Sie das jetzt interessiert, tragen Sie sich jetzt ein. Unter dem Video ist ein Link oder gehen Sie auf die genannte Adresse sanolmedia.de/Fahrschulen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in den ersten Videokonferenzen als Partner wiedersehen.